Light, flame and sound. Das war seltsam. Ja! Lebt aus die Lage, ihr Lieben. Okay, wir können alles töten. Oh, sie kommt doch angelatscht. Let's end this. Got you. Following your lead. Okay, Edea, wirf mal was ein. Du winst. Wir haben doch eine Wiederbelebung, oder? Okay, Alof, Bogen raus. Following your lead. Kanna. Direkt Schaden. Du. Schnellheilung. Du wirf das Ding mal um. Du wins, Lass da auf ihn. Blutiger Schuss. Hm? Was hätten wir noch? Okay, das hätte ich lieber auf einen von uns machen sollen. Sturm des heiligen Feuers. Alof. Nee. Seelenlanze auf ihn. Okay, Hand auflegen auf mich. Ja, der versucht ihn nochmal umzuwerfen. Yes. Das yes. Ding hier. Noch eine Seelenlanze. Kriegst du noch eine Säule auf den Deckel? Mal einen Christ und einen Blitz auf ihn. A gift if the Aethasian doesn't wake up. Okay, wird er wieder beleben. So, war's das jetzt? Sieht danach aus. Wir haben den Meister in der Tiefe abgeschlossen. Das müsste eine ziemlich alte Quest gewesen sein. Ja, da unten. Am Ende der endlosen Pfade. Nahe dem Herzen der Welt fand ich den Meister in der Tiefe und besiegte den Drachen im Kampf. Ketnur wird nicht länger unter seinem Einfluss zu leiden haben. I'm here.
Zwei Adraschuppen. Kann ich das noch außergewöhnlich machen? Tatsache, kann ich. Okay, und Edea? Weil ich mir bei Edea gerade nicht sicher bin. Der hat schon eine weiße S-Upgrade gekriegt. Ganz ehrlich, die Schilde kriegen... Ach nee, das ist kein Dings, das ist ja... Dann kriegst du noch ein weißer S-Upgrade. Und du ein weißer S-Upgrade. Sumpfdrachenschuppen, ha. Hm. Dafür braucht man überall Sumpfdrachenschuppen. Also ja, ich kann Edeas Ding legendär machen. Okay, dafür habe ich jetzt kein Dings mehr. Kein Barren mehr. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, was besser ist. Das hätte mehr Schadensreaktion, bringt Gewandtheit, verringert aber Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, wir bleiben bei dem. I'm here. So. Aber ja, der Adra-Drache ist besiegt. Endlich mal. Genug Gold sogar für einen Drachen sind das Bücher. Hm. Ein Zepter. Wobei Alofs Zepter einfach unschlagbar ist. Eine Armbrust. Eine leichte Rüstung. Ein Zauberbuch und Edelsteinchen. Ein guter kleiner Schild. Du greifst bis zur Schulter den Haufen hin, aber trotzdem kommst du nicht bis zum Boden. Mhm. Ja, das war der Schatzort des Drachen. Gut. Gucken wir mal kurz. Ich habe hier eine Armbrust. Die scheint besser zu sein. Ja, sie macht auf jeden Fall mehr Schaden, weil sie hervorragend nicht nur gut ist. Humanoide töten kann ich hier nicht geben. Ich kann ihr aber noch Brandschaden geben. Aber ja, dieses Stückchen Stoff hier ist auch nicht gerade so der Hammer.
Und ja, dieses Ding hier, das kann man nicht toppen. Er macht zwar hier mehr Schaden, aber durch die ganzen Sachen, 20 Direktschaden, beherrschen. Das ist crazy. Das Buch hat nichts Besonderes. So, jetzt ist noch das Schild die Frage. Ist das hier etwas besser? Ja, kriegt er das auch? Auch wenn Alof eigentlich nie in den Nahkampf geht. Gut. Jetzt müssen wir wieder hier raus. Oh, Kanna hat was zu sagen. Ja, dann hören wir uns vorher an, was Kanna zu sagen hat. They'll call you a Dragon Slayer now. A Slayer of Audra Dragons, no less. What a trophy it will make. What a tale for that matter. Perhaps I'll compose a song about it. Ab jetzt werden sie dich alle einen Drachentöter heißen. Noch dazu einen Töter von Adra-Drachen. Oh, was für eine Trophäe er abgeben würde. Und was für eine Geschichte erst. Vielleicht werde ich ein Lied darüber schreiben. Klar, solange du dabei darstellst, wie heroisch ich handle, übertreibe es mal nicht. Es war ein guter Kampf. Ich genoss die Herausforderung. Ich schreibe kein Lied über mich. Nehmen wir mal die Eins. Natürlich. Kein noch so kleines Detail werde ich auslassen. Ein monströses Biest und tollkühner Heldenmut. Jeder Matrose der Flotte wird die Melodie summen. Ja, gut. Die Felsen hochklettern. Schon krass, wie groß die Statue ist. Wenigstens scheint sie gesunde Zehen zu haben. So, dann gehen wir wieder nach oben. Dann wird gerastet und dann geht's ab nach Kliaban Rilak, was, oder? Zwischen Dürfurt und Kliaban Rilak gesichtet. Gibt es zwischen Dürfurt und Kliaban Rilak gibt es ja was. Last thing the Deerwood needs is another foreign colony. Ja. Jenwaldfeld. Der Foto Flusskreuzung. Ja, Flusskreuzung,